Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Unser Predigttext steht im Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 32 bis 39. Der Verfasser des Hebräerbriefes ist uns nicht bekannt, aber die Adressaten, das waren, wie man heute sagen würde, Judenchristen. Das waren also alles Leute, die im jüdischen Glauben geboren und erzogen wurden und alles sehr genau genommen haben, wie das Gesetz Mose das festgeschrieben hat. Und die dann durch ihren Bruder Jesus Christus, der ja auch ein Jude ist, zum lebendigen Glauben an Gott gefunden haben. Gedenket aber an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet waret, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens und zum Teil selbst durch Schmach und Trübsal ein Schauspiel wurdet, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welches euch so ging, denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisset, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzet. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung ist. Geduld ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfanget. Denn es folgt jetzt ein Zitat eines Propheten aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Dort heißt es, so zitiert jetzt dieser Schreiber, noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird's nicht hinziehen. Mein Gerechter wird aus Glauben leben, wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele keinen Gefallen haben. Soweit das Zitat dieses Schreibers aus einem Propheten des 7. Jahrhunderts vor Christus. Und dann schreibt der Schreiber weiter, wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Soweit der Predigttext. Das Thema Christenverfolgung, Martyrium um Christi Willen. Was hat das Ganze mit uns heute hier in den Vierlanden zu tun? Ich denke, ich lese noch einmal einen Vers, da heißt es, gedenke an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet waret, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Wie sieht es denn bei uns aus? Die Adressaten des Hebräerbriefes waren alles Juden von Geburt an, ohne eigene Entscheidung der Eltern oder wie auch immer, aufgrund des Blutes, aufgrund ihrer Herkunft, gehörten sie zu dieser Glaubensgemeinschaft. Und ich denke, ein bisschen ist das bei uns, bei den meisten von uns, auch so. Zwar nicht von Geburt an, aber von Kindesbeinen an gehören wir aufgrund der Entscheidung der Eltern zur Kirche. Insofern schon mal so ein bisschen vergleichbar. Und dann heißt es ja, gedenket an die vorigen Tage, an welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet waret, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Haben wir denn nun auch zusätzlich, dass wir nun jetzt zur Kirche gehörten, aufgrund der Taufe als Kinder, auch so etwas wie eine Erleuchtung gehabt?
ein besonderes Erlebnis. Das hatten jedenfalls die Adressaten in diesem Brief. Und das hatte auch Paulus, das wissen wir. Und das wissen wir auch, das hatte auch Luther. Der war ja auch vorher getauft, wie alle anderen. Der hatte aber auch ein Erlebnis. Wie dem auch sei, und wenn, haben wir durch dieses vielleicht Erlebnis dann leiden müssen, weil wir sagen, wir sind jetzt Christen, wir gehören zu Jesus, wir gehören zu Gott und können vielleicht hier und dort nicht mitmachen. Ist ja manchmal so. Ist das dann ein Leiden für uns? Ich kann mich ja mal outen. Ich bin vielleicht so in der 5., 6. Klasse so weit gewesen, dass ich mich geoutet habe, auch in der Schule. Da war ich so ungefähr 10. Und vielleicht liegt das auch am Typ bei mir oder so. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich hatte meinen Stempel weg. Und wenn dann irgendwas kam, so mit Gott oder Jesus, dann drehten sich alle um und sagten, hallo, jetzt bist du dran. So, also gelitten habe ich da gar nicht. Und das ging also bis zum Abitur so durch, dass ich meinen Stempel weg hatte und quasi so ein Spezialist für ein Gebiet war. Und ich muss sagen, ich kenne auch niemanden, der zu meiner Zeit hier in Westdeutschland gelitten hat, richtig gelitten hat, weil er zu Jesus gehört, weil er Christ ist, weil er die Erleuchtung hatte, weil er getauft wurde. Das ist in Ostdeutschland anders gewesen. Das war auch anders bei den ersten Christen, das haben wir ja gerade gehört, bei den Hebräern. Und das war auch anders zur Zeit der Reformation. Leider nur andersherum. Böhmische Brüder, hatten wir vorhin ein Lied gesungen, die hatten Vorläufer von Leuten, die auch zur Zeit der Reformation für sich erkannt haben, dass die Kindertaufe nicht die Taufe ist, wie sie sie verstehen, nämlich als Bekenntnis der eigenen Person, nicht aufgrund der Entscheidung der Eltern, sondern dass sie sagen, Taufe muss man aktiv gemacht haben. Das wurde dann den Leuten als Wiedertäufer vorgehalten. Sie würden die Taufe nicht akzeptieren, die würden wieder taufen. Das war aber noch nicht alles. Sie haben dann auch gesagt, sie möchten nicht in den Krieg ziehen für irgendetwas, für irgendeinen Herrscher. Ihr wisst ja, Deutschland, gerade Deutschland war zu der Zeit nicht ein Reich, sondern das gab Tausende, würde ich mal sagen. Also sehr viele Fürsten, sehr viele einflussreiche Leute, kleine, größere. Und jeder hatte natürlich seine Interessen und hat dann auch seine Mannschaft, seine Leute dann gehabt, die für ihn kämpfen wollten. Das wollten die nicht. Für niemanden wollten sie die Waffe in die Hand nehmen. Und dann hatten sie auch noch ein anderes Verständnis vom Abendmahl. Ihr wisst vielleicht, dass die Katholiken und Luther zumindest auch noch mal beim Abendmahl die Vorstellung haben, dass in dem Moment, wo der Kelch gesegnet wird, dieses, was dort in dem Kelch war, Wein, zum Blut Jesu wird in dem Moment. Da haben also diese Wiedertäufer gesagt, nee, das ist symbolisch gemeint. So, und das hat in dieser Zeit, als so viel Bewegung war, nicht nur Luther hat was bewegt, sondern viele andere ja auch, parallel dazu geführt, dass immer mehr Leute sich auch dieser Richtung anschlossen. Und das hat Luther und Melanchthon gar nicht gefallen. Und er hat diese Leute bis aufs Blut bekämpft. Über 1000 Leute hat er umbringen lassen.
Und ein prominentes Opfer ist ein Bauer aus der Nähe von Eisenach gewesen. Und wer heute mal auf die Wartburg geht, der kann das auch sehen. Im Südturm der Wartburg ist ein Verlies. Das ist über 10 Meter tief, vielleicht 1 Meter breit. Und da hat man diesen Fritz Erbe eingesperrt und immer wieder gefragt, ob er wieder rufen will. Und er hat in der völligen Dunkelheit und ja, in dieser Kälte 7 Jahre bis zu seinem Tod überlebt. 7 Jahre. Aber wir haben so etwas auch nicht annähernd erdulden müssen. Es geht aber in diesem Text noch weiter. Und damit, und das ist für mich etwas, ja, das hat mich berührt. Vieles von dem, was ich auch bisher erzählt habe, war mir auch schon vorher bekannt, bevor ich mich mit dem Predigttext auseinandergesetzt habe. Aber das hat mich jetzt besonders berührt. Ich lese noch mal einen Vers aus dem Hebräerbrief, den wir vorhin auch schon gehört haben. Da heißt es, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Können wir uns denn das heute vorstellen? Raub unserer Güter. Man kann das auch anders ausdrücken, so habe ich mir das klar gemacht. Wenn wir aufgrund dessen, weil wir Jesus nachfolgen wollen, wie er uns in der Bergpredigt das auch gesagt hat, materiellen Schaden erleiden, wegen dieser Nachfolge. Wenn die Judenchristen damals, die Hebräer, sich tapfer geweigert haben, sich nicht zu wehren, wenn man ihnen etwas weggenommen hat. Nicht nur die Vorfahrt oder sowas. Wie ist das bei uns? Christen okay, aber dadurch Nachteile in der Gesellschaft? Indem man sich nicht verteidigt, sein Geld, seine Freiheit, das ist mir noch so klar geworden, nicht gegen andere vor Gericht ziehen, damit man sein Recht bekommt. Nichts zurückfordern, wie es Jesus in der Bergpredigt angesprochen hat. Für mich bekommt das mit dem Leidertragen aus dieser Sicht einen anderen Stellenwert. Leid und Nachteile in unserer Gesellschaft ertragen, nicht aufgrund meiner Lippenbekenntnisse, sondern wegen Jesu Mahnung in der Bergpredigt. Wenn ich aufgrund meines Glaubens als Nachfolger Jesu zum Beispiel nichts zurückfordere, was mir gehört, nicht zurückschlage, mich nicht verteidige, nicht vor Gericht ziehe, nicht für meine Rechte kämpfen. Ja, dann kann ich mir auch heute noch so etwas bei uns vorstellen, dass man darunter leidet. Auch hier bei uns in den vier Landen. Und deshalb wird uns Mut gemacht durch den Hinweis auf das ewige Leben. Wie es heißt im Text, eine bessere und bleibende habe, wird es bei Gott in der Ewigkeit geben. Also wieder diese typische billige Vertröstung aufs Jenseits. Ja, nur sie ist nicht billig, sondern eben durchaus mit Leid im Hier und Heute verbunden. Das ist auch immer wieder eine Aufgabe der Propheten gewesen. Auch dieser Propheten, von dem wir vorhin
einen Ausschnitt gehört haben, 700 vor Christus schon. Ausruf zum Ausharren. Denn das Gute kommt, es ist schon für uns da. In unseren Herzen, wenn wir uns Jesus öffnen und seiner Vergebung, die in uns Wunder vollbringt, ihm nachzufolgen. Zum Schluss heißt es hier in unserem Predigtext noch, wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Verdammnis? Ist das nicht Mittelalter? Verdammnis? Wir sprechen nicht gern im christlichen Zusammenhang von Verdammnis. Der Verfasser des Johannesbriefes sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Kein Leben, kein ewiges Leben ist Verdammnis. Das ist damit gemeint. Kein ewiges Leben bei Gott haben ist Verdammnis. Wenn wir hier auf Erden schon um ein möglichst langes Leben uns bemühen und alles dafür tun, dieses Leben auch zu erhalten, wird klar, wie wir Menschen an unserem Leben hängen. Und das Leben, von dem Jesus spricht, geht nie zu Ende. Das Ziel unseres Daseins hier auf Erden ist das ewige Leben. Nun kennen wir eben alle persönliches Leid, eben Krankheit, Schmerzen, Einsamkeit, Verlust der Liebsten. Gilt da nicht auch der gleiche Trost? Hoffnung auf ewiges Leben. Klar. Und dann ist mir auch noch etwas aufgefallen. Leid hat und oder kann sogar etwas Hilfreiches sein. Es zeigt uns unsere Grenzen. Macht uns demütig vor Gott. Wir haben nicht alles in der Hand. Aber wie gut ist es zu wissen, dass wir in Gottes Hand sind, auch nach dem irdischen Leben. Wir müssen ganz klar erkennen, Gott hat uns hier auf Erden keinen Dauerschutzengel vor körperlichen und seelischen Leiden versprochen. Und wenn uns ein Unglück heimsucht, so kann das auch als ein Ruf zur Besinnung verstanden werden. Wer wir sind und was wir können. Und ein Ruf zur Umkehr. Zurück zu Gott, zum Wesentlichen. Eine Möglichkeit, demütig zu werden. Das gibt uns inneres Gleichgewicht und Frieden. Frieden mit Gott, auch im Unglück. Und dieser Friede bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.